Effizienz von Anfang an. Beim dritten Kongress für die Biotech- und Pharmaindustrie in Berlin ging es vor allem um das richtige Know-how. Wie lassen sich Kosten in pharmazeutischen Anlagen nachhaltig senken? Egal ob beim Bau einer völlig neuen Anlage oder nur der Umgestaltung einer älteren. Keine Frage, die Herausforderungen an die Branche sind groß. Anhand der Reaktionen direkt nach den Beiträgen sehen wir, dass wir richtig lagen mit der Auswahl des Themas. Die Gespräche oder die Fragen gingen teilweise bis ins Detail hinunter. Zum Beispiel bei der Auswirkung der Disposable-Technologie wurden Fragen gestellt, wie wirkt sich das auf den Mitarbeitereinsatz ein und natürlich auf die Automatisierungstechnik, was uns als Automatisierungslieferant natürlich speziell betrifft und freut. Die Beiträge der Referenten zeigen vor allem eines. Nur wenn alle beteiligten Disziplinen Hand in Hand arbeiten, lässt sich Effizienz wirklich steigern. Bei den großen Anlagen in das P&ID gehen vielleicht 20% der Arbeit in den Prozessfluss rein und 80% geht in die Diskussion dann Cleaning in Place und Steaming in Place. Ne? Das haben sie hier nicht. Den Puffer, den schließen sie im Prinzip Plug and Play dann an ihrem Chromatographiesystem an. Ja? Und das war's dann. Also die Basic Engineering Phase ist entsprechend wesentlich entspannter. Aber die ganze Automatisierungstechnik im Detail Engineering fällt von der Seite her mehr oder weniger komplett weg. Einfach dadurch, dass sie eine wesentlich weniger komplexe Anlage haben, sparen sie entsprechend Zeit. Aber im Großen und Ganzen sind es wirklich extreme Vorteile. Besonders interessant für die Teilnehmer? Der Kongress beleuchtet alle Aspekte des Anlagenbaus für die Biotech- und Pharmaindustrie. Fragen zur Planung, Prozessautomatisierung, Einwegtechnologien, Fast-Track-Projekten oder Messtechnik. Zu allen Themen gibt es Anregungen. Ganz besonders interessiert hat mich als Automatisierungstechniker natürlich die Frage oder das Thema, dass man eigentlich auch wieder weggeht von dem hochautomatisierten Teil und sagt, man macht wieder mehr von Hand. Ich finde es sehr angenehm, dass man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen mit Planern, mit Systemintegratoren, mit Endusern, mit OEMs, aber auch mit Komponentenlieferanten. Von der Entwicklung ist etwas neu für uns, dass relativ viel Richtung Disposable an der Stelle sich verlagern soll. Gut, müssen wir intern mal bewerten, was das dann für unsere tägliche Arbeit bedeutet. Das Konzept des Kongresses: Kompetenzen bündeln. Zum einen macht es Sinn, schon in der Engineering-Phase einen Komplettlieferanten für Messtechnik zu definieren, der dann bei Themen wie Feldbus-Engineering, Kalibrier-Engineering und Messstellenauslegung unterstützt. Klar ist, nur durch intensiven Erfahrungsaustausch über die neuesten Technologien lassen sich die Herausforderungen der kommenden Jahre meistern.